das habe ich doch schon gemacht. Das habe ich doch schon gemacht. Ich bin verwirrt. Okay, ich weiß nicht, was ich das letzte Mal gesagt habe, von wegen, wo wir uns das also wieder treffen. Aber jetzt habe ich wieder finde Maurice. Maurice war doch dieser komische Scratch-Typ, der sich verwandelt hat. Wieso muss ich den schon wiederfinden? Ich bin sehr verwirrt. Ich bin mega verwirrt. Egal. Ja, egal. Wir machen ja. Nee. Alles gut. Ich bin mega verwirrt gerade. Aber okay. Genau. Schlüssel geben. Und dann. Warte. Ui. Schau mal, was wir alles vergessen haben. Aha. Auf jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3 mit Moos. Inventar voll. Ich habe doch gerade was fallen gelassen hier. Angeschnallt. Achso, schon bekannt, hä? Okay. Dann nehmen wir den. Skin. Okay. Ein Schmuckstück. Achso, okay, okay. So, einen neuen Kopf. Lanzenhelm. Na, ja, da ist der noch besser. Alter. das Pferd ist halt. Ja, nee, ich. Stylisch und tödlich. Oh, hallo. Ich kann den streicheln. Oh. Hallo. Mann, bist du hässlich. So, dann verkaufen wir mal alles. So. Sie sehen klein aus, aber nur weil sie so weit weg sind. Ich hab schon wieder. Ich hab schon wieder vergessen, die zu markieren, was davon jetzt Schrott ist und was nicht. Das ist actually ganz geil. Das tue ich in den Spind rein. Egal was ich einkaufe, ich finde garantiert einen Käufer. Okay. So, ich habe 30.000. Du brauchst es einfach. Warte, was ist meine Hauptwaffe? Meine Hauptwaffe ist. Ah ja, das ist da. Was ich brauche. Munition. Oh yeah, jetzt habe ich ja 800. Also, jetzt habe ich ja 900 Patronen. Oh, hi. Hi. Patronen, Munition meine ich, Entschuldigung. Hä? Gut gemacht, Kammerjäger. Du hast Maurice gefunden. Hä? Jetzt wirst du eine Mission für ihn erfüllen und eine appetitliche Belohnung ernten. Wer ist erst das? Wenn du mir erklärst, warum du ein Dinosaurier bist. Dort, wo Maurice herkommt, herrschen die Saurianer und die Menschen sind ausgestorben. Eure Tennisforscherin hat Maurice eingeladen, an einem kulturellen Austausch teilzunehmen. Maurice ist in friedlicher Absicht hier, um die seltsamen Traditionen und Feste der Farmblüter zu studieren. Ha, okay, du scheinst cool zu sein. Du sagtest was von einem Auftrag? Ja, Maurice hat eine äußerst geschmackvolle Mission für dich.
Das Fest der blutigen Ernte hat begonnen. Die Menschen erfreuen sich an fiktiven Schrecken zum Fest. Doch Maurice hat von echtem Geisterspuk in der Galaxis erfahren. Das muss studiert werden. Du wirst für Maurice einen Geist finden. Einfach irgendeinen Geist? Wo finde ich einen? In der ganzen Galaxie sind gespenstische Gegner erschienen. Du wirst sie aufspüren, töten und dann den Geist in ihnen besiegen. Okay. Ich habe so viele Fragen. Gut, auf jeden Fall zuerst Tennis. Spielen wir mal Tennis. Steht sie die ganze Zeit schon da? Und jetzt husch! Ich habe jetzt erstmal Wissenschaft zu tun. Und dein natürlicher Geruch ist verführerisch stark. Er lenkt mich ab. Crimson Raiders auf die Brücke. Sollen wir zuerst die Geisterjagd machen oder erst? Wir schauen. Lilith hat uns gerufen, deswegen. Du hast es geschafft, Killer. Es wird viel Zeit vergehen, bevor Maliwan die Prügel vergisst. Mal sehen, was die Kalypsos daraus machen. Jetzt haben wir eine Gelegenheit und wir werden sie ergreifen. Reese, wo ist diese Kammer? Du hast mir den Arsch gerettet und den Arsch aller Atlas-Mitarbeiter. Ärsche sind wichtig. Ach, hör auf, Arsch zu sagen. Also, die Kammer. Sie liegt versteckt unter der Apollyon-Transitstation. Mitten in der Stadt? Wie kommt's, dass sie noch niemand gefunden hat? Die alte Atlas Corporation hat einfach drüber zementiert. Ich habe es herausgefunden, als ich das Ruder übernommen habe. Habe es aber für mich behalten. Viele Einwohner und so. Eine Kammer zu öffnen ist heikel, aber das überlasse ich dir. Reese, Ende! Wir müssen schnell sein. Wir fahren über den Skyway rein. Verstanden. Ich gehe mit dem Kammerjäger vor. Das ist mein Job. Wir öffnen eine Kammer, Maya. Erwartest du, dass ich das aussitze? Ich komm schon zurecht, Sirene hin oder her. Lilith, wir wissen nicht, was da unten lauert. Könnte hässlich werden. Du hast mich nicht ohne Grund zu den Raiders zurückgeholt. Du bist der Commander. Nutze die Waffen, die du hast. Okay, ich überlasse das dir. Die nächste Kammer machen wir gemeinsam, sobald du deine Flügel zurück hast. Sicher. Okay, Maya, legen wir los! Ist meine erste Kammer. Nee, die kommt nicht mit. Nee, du bleibst bei Lilith. Danke. Echt jetzt? Wofür habe ich denn trainiert? Ich bin bereit, Maya. Noch nicht. Wir sehen uns auf dem Planeten. Ava, ich könnte Hilfe hier auf der Brücke gebrauchen. Übernimmst du die Kommunikation? Ja, nein, alles in Ordnung. Oh, die schleicht sich mit rein. Gehen wir es an. Bist du bereit? Ja. Wehe, du kommst mit. Wehe. Das ist ja wieder so eine typische kleine Teenie-Tante-Mädchen. Das nicht. Die hat nicht gecheckt, was eine Kammer ist, ne? Gut, also, dann würde ich sagen, ja, komm, wir holen uns erst die Kammer und danach machen wir die blutige Nebenmission, die rennt uns ja nicht davon. Gut, dann let's go. Auf zur Kammer. Hui. So. Ui, ich bin wieder mit meine Lieblingssirene unterwegs. Da bin ich mal super gespannt. So, es war echt sehr, sehr schwer, nicht gespoilert zu werden. Genauso wie bei Star Wars. Man darf wirklich nichts mehr anschauen. Das ist echt schlimm. Ein paar Spoiler habe ich schon bekommen, aber keine wichtigen. Also, bei Borderlands habe ich keine bekommen, aber bei Star Wars habe ich gesehen, dass ein gewisser Dude noch vorkommt. Aber das ist ja jetzt egal. Gut, dann schauen wir mal, was in der Kammer uns erwartet. In Ordnung, Killer. Die Apollyon
Recon-Station ist der letzte Halt der Zentrallinie. Nimm den zentralen Haupthighway raus aus der Stadt. Leck mich, du willst die Kammer echt öffnen? Viel Glück. Und was immer du da drin findest, schlepp es nicht in die Stadt, okay? Na. Ja, in Borderlands 2 zum Beispiel war in der Kammer so ein fetter Drache. Bin mal gespannt, was ist hier. Trupp Maliwon-Verweigerer hat sich beim Zugang verschanzt. Du wirst sie vertreiben müssen, wenn du da durch willst. Ja. Ich schicke Atlas-Streitkräfte zur Unterstützung. Du hast meine Gedanken gelesen, Reese. Kammerjäger, sichere die Rampe und box dich durch. Die Feinde kämpfen, trotz des toten Anführers. Ehrt sie mit dem Tod. Ich habe versagt, Vater! Ich bin ein Vater mit meinem Bonus! Die Lord ist so gewollt. So. Was ist hier los? Jo. Hallo. Katagawa ist tot. Das war sehr. Du suchst einen Weg. Ich räume den Pfad für dich. Schwerter sind praktisch. Gut. Die Hölle los. Also gibt's ein Live-Update. Katagawa hat's verkackt, aber das wusstet ihr sicher. Troy jammert rum, weil wir die Kammer noch nicht geöffnet haben. Und ich krieg keinen anständigen Fick, weil ich meinen Partnern immer das Leben aussauge. Das war's von mir. Ach, ihr seid beschäftigt. Cool. Wir sollten aber bald mal quatschen, okay? Okay. Okay. Gut. Was auch immer. Oh je. So. Ah, hey. Hey, Badass. Bereit, die Kammer zu knacken? Hey, jupp. Verstanden. Gehen wir's an. Yo, Ellie. Wir würden die Kammer gerne in einem Stück erreichen. Was hast du für mich? Süße, ich hab drauf gewartet, dass du sowas sagst. Mach dich bereit für Projekt. Scheiße, ja. Ellie, bitte bleib immer, wie du bist. Du fährst. Ich brauche meine Hände. Nice. Wir brauchen Musik. Mal sehen, was Ellie hier hat. Klassiker. Superfan, warum so eilig? Hast du was Wichtiges vor? Du hast doch nichts dagegen, dass ich deine Position an jeden Irren auf dem Planeten sende. Nein? Sicher? Cool. Hätte ich so oder so gemacht. Kümmer dich nicht um sie. Wir regeln das. Genau wie auf Athenas, okay? Bösewichte voraus! Okay, das taugt mir. Dann. Näher ran, dann knall ich sie weg. Okay. Wuhu! Ich fliege! Keiner hat gesagt, dass du da stehen sollst. Straßensperre!
schütteln, bevor ich uns den Weg frei machen kann. Easy. Ciao. Lilith, uns geht die Straße aus. Durch die Abflusskanäle. Ja, jetzt komm mal her, du. Fertig? Bring mich nah ran, dann mache ich den Weg frei. Ah, endlich. Sehr schön. Let's go. Werden sie dir viele Kills bringen? Das werden sie. Kommst du mit? Hallo. Maya? Ah, die portelt sich wahrscheinlich wieder hinterher. Ach, das ist der Bahnhof. Das sieht ein bisschen anders aus als ein Bahnhof. Ja? Aber ja, ist ganz wahrscheinlich Children of the Vault. Verdammt, wir sind schon da. Ganz recht, ihr blöden Furzbrocken. Unsere Anhänger haben die Stadt schon durchkämmt, bevor ihr angekommen seid. Furzbrocken. Idioten, habt ihr wirklich geglaubt, ihr würdet es vor uns schaffen? Keine Sorge, Kammerjäger, wir haben den Schlüssel. Die Kammer gehört uns. Oh. Easy. Komm her. Oh. Ich schon. Strengt euch doch wenigstens an. Es kann losgehen. Ah, danke, Maya. Ja.
Okay, Maurice? Ich glaube, ich habe einen Geist erledigt. Ein schmackhafter Erfolg. Sammle seinen Geisterschleim ein. Maurice benötigt ihn für seine Studie. So. Bam, 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 bam. So. Was ist das? Ah. Hey, jo. Kann ich hier irgendwo hoch? Bring mich nah ran, dann mache ich den Weg frei. Du kannst selber gehen. Entschuldigung. Ich muss hier noch ein bisschen schauen. Vielleicht ist hier irgendwo eine Waffenkammer. Waffending. Oh. Nee. Vielleicht da hoch? Oh, hier geht's hoch. Wo geht's hier hin? Geht's da hoch? Ja, krass. Man kann ja überall hoch. Ah, cool. Hey. Aber nur sowas. Das ist ja langweilig. Vielleicht da hoch. Nein! Nein, nein. Entschuldigung. Nein, nein. So, hier hoch, nein. Da hoch. Da hoch. Oh, come on. Nein. Komm, da hoch. Da hoch. Da hoch. Da ist was oben. Wie komme ich hier aber da hoch? Dahin? Da ist aber nichts. Ah. Schicki. Aufprall oder haftend? Ja, ich mache natürlich haftend. Macht Spaß. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Hey. Hey. So. Willkommen in der Apollyon-Station, wo Atlas euch weiterbringt, als ihr zu träumen wart. Die Apollyon-Station heißt es willkommen wie alle alten Freunde. Hey, Kumpel! Alter. Vergängliche Familie! Dennoch verstehe ich Wort! Geht ihr jetzt woanders hin? Oh, hey. So, dann gehe ich mal kurz zur Heilung. Ja, selber schweigen. Du hast mich angegriffen. Die große Kammer ruft!
Oh. Bam, 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 bam. Voll in den Bobbes. So. Verdammt. Ich brauche einen Moment. Du bist viel zu spät. Die ganzen Leute sind schon tot. Gut. So, dann würde ich sagen, wir gehen. Apollyon-Station, die Schnittstelle zwischen Industrie, Transport und Luxus. Es ist eine Kreuzung mit drei Straßen. Apollyon-Station, testet unsere neuen privaten Transitkapseln und furzt auf eurer Fahrt nach Herzenslust. Apollyon-Station. Passt nur bitte auf, dass ihr nicht in die U-Bahn kackt. Was? Hör auf! Unsere Hintern-Service-Experten polieren euch den Hintern. Ist ja gut. Okay, also, wir werden auf jeden Fall das nächste Mal schauen, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen und ja. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.